Währenddessen das neue Fortnite-Update schon mal bei mir runterlädt, schauen wir uns die ganzen Neuigkeiten an, denn es sind sehr viele Neuigkeiten dabei. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und ein Abo dazulassen. Danke für euren ehrenhaften Support. Also, das Beste ist sowieso das Gratis-Item, was jeder Spieler von euch bekommt. Da die Fortnite-Server ja seit gestern offline waren, bis jetzt immer noch offline sind, bekommt jeder Spieler von euch die Lackierung gratis obendrauf. Sobald die Server wieder online sind, bekommt ihr das gratis obendrauf. Klar, ihr müsst das Update machen und warten, bis sie wieder online sind, die Server. Dann bekommt ihr dieses gratis Geschenk. Ich muss sagen, finde ich richtig, richtig nice. Cooles, cooles Geschenk. Dann haben wir hier die ganzen neuen Dinge, die mit dem heutigen Update erschienen sind. Ich mache mal hier ganz, ganz kurz die Facecam weg. Wir haben hier ein komplettes neues Bundle. Das sieht mir eher aus wie ein Spinnpaket. Oder, doch das hier wird, denke ich mal, ein Spinnpaket. Spinnpaket, das ist auch ein Spinnpaket und das hier ist ein Paket mit alten Skins, also mit den ganzen Skins als Set. Das ist ein neues Bundle, der Skin sieht sehr, sehr außergewöhnlich aus, das Paket sieht sehr nice aus, sind auch wieder nur Remake Skins, glaube ich, und das sind die besten Skins, also Real Talk, das da unten sind wirklich die besten Skins vom Update, einfach eine Hand als Kopf. Ultra nice. Die ganzen passenden Spitzhacken dazu, auch in Ordnung. Die finde ich ganz nice. Die finde ich cool. Und der Rest, jein. Das sind hier nochmal alle Sachen nochmal hier. Backpacks, Spitzhacken. Was haben wir hier? Die neuen Waffen. Eventuell ist eine davon heute schon online. Ich schätze mal ganz genau die hier. Ich werde so oder so nochmal ein kleines Update-Video für euch hochladen. Sobald die Server online sind, aber nur damit ihr jetzt Bescheid wisst, was abgeht, habe ich jetzt hier schon mal das Update-Video schon mal ein bisschen früher gezogen. Und hier nochmal ein paar Sprays, wie man die bekommen kann. Dazu aktuell keine Infos. Was sehen wir hier? Wir sehen hier nochmal den Skin. Okay, hier sehen wir nichts krass Besonderes. Hier neue Stile wahrscheinlich. Die bekommt einen neuen Skin-Stil. Wenn ihr den habt, dann bekommt ihr das Ganze gratis obendrauf. Also bis jetzt ist das Update einigermaßen okay. Hier das Ganze nochmal ein bisschen näher. Kann ich die Facecam wieder anmachen oder stört die? Ja, ist okay. Also die Skins finde ich sehr, sehr, sehr nice. Sind schon schmackhaft. Hier das Ganze nochmal ein bisschen größer. Ja, ist außergewöhnlich, der Skin ist okay, aber haut mich jetzt nicht so wirklich um. Das Bundle finde ich sehr, sehr cool. Und das hier, ich mache mal kurz die Facecam wieder weg. Das sind die Superstile. Ja, sehr enttäuschend, finde ich. Mal schauen, wie die halt in-game dann aussehen, kann ich jetzt gerade hier nicht zeigen, weil ich halt relativ früh hier das Update-Video raushau für euch. Aber wir können sehen, es sieht schon ganz nice aus, aber es ist, glaube ich, wieder gefühlt das Gleiche. Mal schauen, wie es in-game aussieht. Ich habe davon eh schon ein paar freigeschaltet. Gold gibt es wieder, so ein Blau, so ein dunkles Blau. Ja, müssen wir halt abwarten. Also hier bei Spider-Gwen sieht es richtig nice aus. Das sieht cool aus. Das sind dann nochmal die ganzen neuen Waffen, aber haben wir ja bereits eh schon gesehen. Was auch ganz cool ist, einfach diese IO-Wachen, die kommen jetzt als Skin raus. Der sieht wirklich sehr, sehr schmackhaft aus. Ihr kennt das Ganze ja schon von den Tresoren, dass ihr Schlüssel finden müsst und dann kann man da ja so einen Tresor öffnen. Das Ganze gibt es jetzt mit Truhen. Was da für ein Loot drin ist, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich habe noch mal ein bisschen die Leaks mir durchgeschaut und habe etwas entdeckt. Und zwar sehen wir ganz, ganz unten die Arena-Lackierung für diese Season anscheinend. Chapter 3, Season 4, Champion. Okay, das sieht sehr interessant aus. Also die da unten, die Lackierung, die sieht heftig aus. Vielleicht werde ich die Season ein bisschen Arena grinden. Das ist echt heftig. Die Lackierung schmeckt definitiv sehr, sehr gut. Die sieht heftig aus. Krass. Das ist eine heftige Lackierung. Ansonsten gibt es auch noch ein neues Emote. It's a Wash. Das ist einfach nur so ein Wasch-Emote. Kann man jetzt leider nicht in-game schauen. Aber sind wirklich coole Dinge dabei. Vergesst nicht auch noch meinen CC im Fortnite-Shop zu benutzen, falls ihr euch irgendwas kaufen solltet, wenn die Server wieder online sind. Kuss geht raus und es war es dann auch hier schon mit dem kurzen, knackigen Video.